Das ist Susa Kusche, die Produzentin des Films. Und das ist Pepe Danquart. Pepe Danquart ist der Regisseur des Films. Also Lauf, Junge, Lauf ist ein Film über einen kleinen jüdischen Jungen, der aus dem Warschauer Ghetto 1942 flüchten kann, nachdem er seine Familie nicht wiederfindet. 4 Jahre lang in den Wäldern rund um Warschau verfolgt wird, verraten wird, ihm geholfen wird, dann eine andere Identität annimmt. Also ein Film auch über Identitätswechsel. Und den Holocaust dann überlebt. Wir wollten auf jeden Fall einen Film mit Pepe als Regisseur machen, das war klar, und haben schon vorher gemeinsam einen Stoff gesucht, sind in verschiedene Richtungen gegangen und dann kam Pepe zu uns mit diesem Buch, Lauf, Junge, Lauf, das ist auch der Originaltitel, sagte eben, er hat das gelesen, es hat ihn wahnsinnig berührt und er möchte das gerne machen. Wir haben das Buch als Grundlage genommen, haben uns aber immer und immer wieder mit Uri Orlev und auch mit Joram Friedmann, also dessen Geschichte wir erzählen, getroffen. Und es ist das Drehbuch dann entstanden aus einem Mix heraus, aus den Erinnerungen von den beiden. Und ich weiß nicht, es ist wirklich eine wahre Geschichte. Es ist also nicht eine Geschichte beispielhaft erdacht für die Schicksale, die damals passiert sind, sondern es ist wirklich eine wahre Geschichte. Und der kleine Junge lebt heute noch in Israel als fast 80-jähriger Mann. Für uns war zuerst einmal schwierig, einen kleinen Jungen zu finden, der das alles überhaupt transportiert, der in der Lage ist, das zu spielen, der nicht nur Talent hat, sondern einen auch einfach nur mit einem Blick berührt. Ja. Und das war, da hat Pepe sehr viel casten müssen, sich über 700 Kinder angeschaut. Und das Glück, was wir hatten, war eigentlich, dass wir am Ende, ich hoffe, es fällt dann niemandem auf, Zwillinge gefunden haben, eineiige Zwillinge, die diese Rolle spielen. Und das war insofern einfach aus Produktionssicht ein Glück, weil wir dadurch Drehtage gespart haben. Man kann mit Kindern nicht so lange drehen, darf nicht so lange drehen mit Kindern, ist auch verständlich, weil es da ein Limit natürlich gibt an dem, was sie leisten können. Und das war ein großes Glück, dass wir da zwei tolle Kinder hatten. Inhaltlich haben sie sich dann selbst mit ihren Eltern sind ins Jüdische Museum gegangen, haben sich die Geschichte gelesen, haben sich Filme angeguckt wie Schindlers Liste von Spielberg oder Der Pianist von Polanski. Filme, die sich um das Warschauer Ghetto und um den Holocaust handeln und so mit vorbereitet sind. Ich will sagen, ich habe mit ihnen auch in einem Alter von 10 Jahren gesprochen, wie mit erwachsenen Menschen. Also so, nicht sei traurig, weil du deinen Teddybär verlierst, sondern sie wussten genau, welche Dimension die Geschichte hat. Das haben sie natürlich auch durchleben müssen beim Drehen. Also, das ist nicht alles im Studio, sondern das sind alles an realen Orten gedreht und im Winter, im Schnee, im Schneesturm, den wir zwar selber herstellten, aber natürlich waren die Eisflocken, die ihnen ins Gesicht bliesen. Also es war dann sozusagen eine Auseinandersetzung mit einem Helden, nämlich Joram Friedmann, der für sie ein Held war, dem Wissen über die historische Dimension, die sie darstellen, und das körperlich-physische Erleben, was sie dann so authentisch darstellen konnten, wie sie das in diesem Film tun. Gerade in der Finanzierung oder wenn man so ein Projekt stemmt, wird man natürlich immer wieder gefragt, und was ist der Bezug zu heute? Warum macht ihr diesen Film jetzt und was ist euer momentaner Bezugspunkt dazu? Und da war es für uns von Anfang an wichtig, dass dieser Film vergleichbar ist, also dass man dieses Schicksal des Jungen in jegliche andere Situation holen kann, ins Heute holen kann. Wir kriegen heute jeden Tag Nachrichten, die beunruhigen. Und im Grunde ist es ja so, dass Kinder auf der Welt immer die ersten und die unschuldigsten Opfer sind eines jeden Krieges. Jeder Krieg produziert Waisenkinder, die alleine durch die Welt ziehen, deren Kindheit genommen wurde, deren Familien genommen wurde, die überleben müssen, die ihre Jugend verlieren. Ob das nun jetzt im Augenblick in Palästina oder in Syrien, in Libyen oder in der Ukraine stattfindet, das ist überall dieselbe Geschichte. Diese Art von Aktualität ist natürlich in diesem Film ja drin. Das lässt uns immer und immer wieder aufhorchen, sind wir nicht klug genug, über Krieg nachzudenken und diesen Fehler nicht wieder zu machen. All diese sozusagen Unschuldigkeitsblicke, wird der Mensch gut geboren oder ist er von Grund auf schlecht?
All diese Fragen evoziert dieser Film und gibt vielleicht Stoff genug, wenn ihr den Film gesehen habt, darüber nachzudenken und zu sprechen. Die Anstrengung, die man macht als Filmemacher, ein großes Bild zu gestalten, eine große Identifikation zu schaffen, dass man das Gefühl hat, hineinzufallen, in einem geschlossenen Raum mit anderen Menschen eine Geschichte konzentriert darauf einzulassen, dieses Gemeinschaftserlebnis kann man sich nicht ersetzen lassen. Und für mich ist Kino die einzigartige Möglichkeit, eigentlich in einen anderen Charakter, in eine andere Figur, in eine andere Geschichte einzutauchen und sich eben auf die Reise zu begeben und sich auf etwas einzulassen, was ich sonst vielleicht nie erlebe oder erleben kann. Und auch mit anderen, nach dieser Geschichte und nach diesen Erfahrungen, mit einer anderen Erkenntnis, mit einem Mehrwert für mich und mein Leben aus dem Kino wieder rauszukommen. Ich kann euch versprechen, dass der Film euch berühren wird und ihr ihn so schnell nicht vergessen werdet.